Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Panicore. Mit Dalu, der steht hier. Und Sepp, der steht da hinten, der geht ab. Oh yeah, wir baby! Gehen alle ab zur Mucke. Es ist ein Horror-Koop-Spiel, wo wir gegen die AI antreten müssen. Wir wissen noch nicht so ganz, was wir machen. Screen, finde ich gut. Nachdem wir die Forscher den Ort betreten haben, stellen sie fest, dass etwas nicht normal ist. Okay. Also wir stellen fest, dass etwas nicht normal ist. Seid ihr bei mir? Okay, Leute, ich glaube, hier ist irgendwas nicht normal. Es lädt noch. Sehr gut, Dalu. Es lädt noch, weil es so dunkel ist, aber das ist das Game. Bobt ihr die Taschenlampe her? Die liegt hier, die liegt doch hier. Sehr gut, hier ist ein Medical Kit. Experiment 0, Intelligenz, Leute. Ja. Es gibt ein... Ist was absolut nicht normal. Peter ist tot. Peter, bist du schon tot? Ist Peter schon mit, also. Ist Peter schon raus aus dem Rennen? Peter, hörst du uns noch? Ja, aber ihr mich glaube ich nicht. Doch, ich höre dich. Wieso hörst du mich? Naja, ich bin Geisterjäger, oder nicht? Ich glaube, ich bin jetzt auch tot. Achso, das ist ein Banger-Spiel. Ja. Okay, das war ziemlich geil. Was machen wir als nächstes? Das Beste an dem Spiel ist echt die Musik bisher. Also, wir sind zu blöd gewesen dafür. Ich bin ja vor dem Ding relativ lange weggelaufen. Ich habe sogar Türen hinter mir zugemacht. Das schlägt die Türen einfach ein. Also, das chase dich, bis du tot bist. Ja, aber wie kann man das avoiden? Das müssen wir jetzt lernen. Peter, gibt es hier noch eine Erklärung für unseren Gegner? Muss da irgendeine Erklärung geben, so warum wir, also wenn wir leise sind, werden wir vielleicht nicht angegriffen, würde ich jetzt sagen, aber das hat gerade nicht funktioniert. Ja, ich weiß, dass wir hier auf jeden Fall, also wir haben eine Schule. Ich weiß halt nicht, es gibt ja auch kein Tutorial oder so, also du kennst ja auf jeden Fall die Spiele schon sehr gut. Das finde ich sehr gut. Das ist auch das Beste bisher in dem Game. Wir müssen wahrscheinlich leiser sein. Wir dürfen wahrscheinlich uns nur im weißen Bereich oder so bewegen. Kann Mozart anhören, mega. Also in dem Moment, in dem es mich gekillt hat, habe ich mich hinter der Tür versteckt und habe nichts geredet. Das hat mich trotzdem umgebracht. Also okay, Peter ist ja auch silent weggesneakt und naja, er hat ihn trotzdem gechased. Also irgendwas... Wir gehen rein. Ja. Wir werden es rausfinden. Wieso hast du das denn jetzt wieder hochgefahren? Ich dachte, das wäre zum Starten hier. Ich dachte, ich dürfte auch nichts Sinnvolles tun. Ich nehme einen Pfeil mit. Okay, was steht da für eine Erklärung? Hier ist eine Säge. Er hat die Säge. Also, ein sehr auf dieses Radio, aber ist ja nicht dumm. Also an, komm. Es ist bei uns. Liegt da was? Experiment Zero, intelligence. You have two ways out. You can build the ladder in the workshop and place it upstairs, or use the car downstairs that needs to be repaired. We can be haunted and you out, or can you escape? Okay. Wir haben zwei Plätze.
Das ist ein Generator. Hat einen Schlüssel gefunden. Ich habe einen Schlüssel. Hier oben. Oben. Ja, oben. Ist auch ein Generator im Badezimmer. Vorne, das Hässliche. Ein Monster. Ah, hier sind ganz viele Schränke. Ein Seil und ein Schlüssel. Kann jemand das Seil mitnehmen? Ja, kann. Durch den Notausgang raus.
Wir können hier vorne die Tür aufmachen. Stein. Alter. Das Ding kommt. Treppe. Den. Nicht gesehen? Wow.
Hörst du mich? Was? Habt ihr einen Hammer? Ich hab Mama auf dem Kackmann. Ja, brauchen die dann unten Schlüsselung? Ja, ich komm mal. Könnte das hier verwenden, um es mit einer Säge zu versehen. Okay, ja, guckt mich beide mit. Aber wir können auch Bretter finden. Ich habe noch keins gefunden. Ach, hier schränken mal. Dafür drei Bretter. Hier drüben war ein Brett. Aber ich hole erstmal den Schlüssel. Das. Fuck, ich bin im Arsch. Ich bin auf meinen Wecker ran. Lauf, Sepp. Was machst du da? Hier ist eine Leiche. Hinter uns ist... Tag. Oh, let's go.
muss die... Dafür brauchen wir Bretter und ein Seil. Einer von uns hat schon ein Seil, oder? Es lag unten am Tisch. Das? Genau da müssen wir, glaube ich, auch die Leiter dann uns machen. Ja, aber wir... Bretter. Konntest du mit der Säge... In den Schränken. Konntest du mit der Säge nicht das... zersägen? Wir brauchen... Klinge muss. Okay, jetzt bin ich aber wenigstens tot. Ja, ist natürlich sehr ärgerlich. Was ist genau passiert?
Chat, was ist passiert? Kann einer Schmied stehen? Alter Ritsch. Jetzt kommt's. Ich hab's mit einem Ziegel. Warum? Jedenfalls so, Chat. Aber wenn es klingelt, muss der Unlucky gerade in so einem Spiel. Sie. Geh schon mal nach oben, ich komme gleich.
das gehört zusammen. Also, dass wir nach unten klettern und unten noch das Auto reparieren. Ich wusste nicht, dass das zwei unterschiedliche Exits sind. Aber ich bin jetzt nach oben geklettert und bin raus. Und jetzt wissen die das nicht. Also Sepp weiß es. Einfach raus! Oh, was? Das gibt's nicht! Geil! Ist noch doppelt. Ist noch doppelt. Ah. Freiheit! Das habe ich am Ende einfach. Yay! Geil! Dalu, was ist los? Du hast es gemacht! Ich hatte die Leiter da hingestellt, dann war ich draußen. Ach so. Und konnte euch nicht mehr Bescheid sagen. Ja, geil. Ey, das, okay. Ja, das. Boah, ich also bin das ganz war spitzig. Wild. Das ich war dachte, wild. Wir müssen noch irgendwie ein Auto reparieren, weil ich noch so einen Schraubenschlüssel hatte und halt einen Reifen. Ich das dachte, ist die geht andere, weiter. Der andere Exit. Das ist ah, entweder genau, Auto oder Leiter. Ah, okay. Wie habt ihr die Bretter gemacht, ohne dass das Ding kam? Ich hatte das Gefühl, das hat mich am anderen Ende einfach die ganze Zeit bekämpft. Ja, weil wir zu weit weg waren dann mit dem genau, also sich verfolgt waren, haben wir einfach gesägt. Ja. Ja, perfekt. Ja, sehr gut. Das hast du gut gemacht. Du hast dich geopfert fürs Team. Finde ich gut. Ja, ohne dass es mich erwischt hat. Also die Ziegelsteine, damit kannst du die echt aufhalten. Das ist Pennycorp. Ja, wir haben es easy gemacht. Gar kein Problem. Das war es mit Dalu, Sebastian und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.